Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013 mit dabei der Manuel und der Lars. Hi. So, ich habe keine Ahnung, wie viel wirklich Ertrag das war. Aber ich kann es mir nicht einmal anschauen. Oh, ich könnte die Map noch einmal laden, weil das ist eh standardmäßig am Anfang gesät. Das Feld kurz drüber brausen, halt dreschen alles. Ich bin leer. So. Jetzt machen wir da kurz nochmal den Strohhäcksler. Die erste Bahn liegt dann Manuel schon. Jo. Kommt gleich die zweite nachher daneben, ich fahre jetzt eh rauf und runter. Weil mit zwei Bahnen Vorgewende sollte ich eh ausreichend haben. Normalerweise. So, perfekt. Und duck, duck. Na, Häcksel fertig. Ja, Lars, du kannst nachher wahrscheinlich, sobald ich zwei Bahnen oder sowas noch gedroschen habe, kannst du schon mit dem Kalk drüber fahren, schätze ich. Ja. Sollte sich ausgehen. Wir werden zwar jetzt nachher, ich weiß noch nicht, wir machen heute in der Aufnahmesession noch einmal ganz normal grubern, weil wir eh kein Geld haben. Beziehungsweise auch komplett gleich noch verschuldet sind. Ich schau kurz mal in die Statistik rein. 165 halt, wir hätten sogar Geld, dass wir unseren Gruber noch leisten können. Halt, ja. Nicht wirklich was Großes, aber. Oder einen anderen Pflug. Bei dem Pflug werden wir hier verkaufen, auf jeden Fall, und einen neuen sich anschaffen. Ja. Und dann werden wir, keine Ahnung, nach dem Weizen pflügen oder so. Oder alle zwei Male oder so irgendwas. Halt, dass das nicht jedes Mal ist, sondern nur, keine Ahnung, alle 3-4 Durchgänge oder sowas einmal. Jo. So. Manuel, du musst was im Weg dort. Ja, bin gerade dabei. Perfekt. So. Ich wollte mich nur schon so hinstellen, dass ich die Schrade gleich mitnehmen kann. Das extra ein bisschen kurvig gelegt, dass du schön reinfahren kannst, Stief. Ah, ich brauche fast ein drittes. Habe ich nicht immer drei Spuren vorgewendet gehabt? Mir kommt das jetzt zu schmal vor. Am Ende mit zwei. Sieht man da das Stroh jetzt liegen? Ja, da sieht man es, das Gehäckselte. Ich weiß nicht, ob man es im Video überhaupt sieht. Das Problem ist, weil die Kleider sind ja so feine Texturen. Ja. Das verwascht nachher schneller mal YouTube. In meiner Rohdatei sehe ich es auf jeden Fall und meiner encodeten Datei sehe ich es auch noch. Die ist von der Qualität ja um vieles besser, als was YouTube halt mir bietet. Ist zwar ein bisschen schade, aber ist so. Lass fahr am besten rauf. Ich komme eh nochmal rauf komplett. Und dann fahr beim Runterfahren, kannst du gleich mitfahren. So. Hast du schon mal einmal in den anderen Hänger abgebogen? Nein, noch gar nicht. Ich weiß nicht, ich fahre jetzt darauf runter und krieg so 30% zusammen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir vorher auch nur so wenig gehabt haben oder ob wir da mehr gehabt haben. Ich glaube, wir hatten sogar mehr. Bin mir auch nicht so sicher. Aber ich kann auch nicht sagen, wie es genau ist mit dem Unkraut da jetzt, weil ja doch einiges an Unkraut teilweise drinnen steht, wie viel da auf der Verlust ist. Ja. So. Manuel, du kannst aber langsam aufhören und du hast eh keinen Stress. Nicht gerade. Habe ich gerade auch gemerkt. Sonst. Man kann zwar nachher zwischendurch einmal mit dem Kalksteuer drüber fahren, aber der Lars braucht auch Arbeit. Haben wir noch irgendeine Arbeit zurzeit? Mir fehlt gerade nicht so wirklich was ein. Eigentlich. Ein Traktor fehlt, das wir nachher gleich grubern könnten. Ja. Okay, der Ladewagen macht gerade komische Bewegungen. Ich bin wieder ein bisschen. Ich bin gerade aufgefallen. Das ist die Maustaste. Du musst einmal. Ja. Im Prinzip die Maus einmal nach oben und unten bewegen. Was? Ich glaube nach unten. Für was? Dann müsste er sich. Dann stellt sich vorne die Achse wieder ein. Achso, okay. So. Na, Schlag ein. Muss ich ausgehen. Ich spiele jetzt gerade in der Außenansicht, habe ich auch schon lange nicht gemacht. Ja.
Die Hänger sind auch alle sauber, die hat der Lars der Kai letztens gewaschen. Bevor wir aufgehört haben noch. Ja, sie sind so auf einmal so schön grün, ne? Mhm. Bist du aus dem Trigger? Ja, ich hab's gemerkt. Du musst vorwärter. So. So, ich bin aber gleich leer. Leer. Manuel, wie viel hast du schon drinnen? 40%. Okay. Also 14 Kubik. Das bedeutet, du bist circa nach 5 Bahnen voll. Da waren aber glaube ich noch 5 Kubik drin, oder? Achso, es war was drinnen, okay. Ja. Mein schon. Wo kann ich was war drin? Ich glaube 10%, also so 5 Kubik rum oder so. So. Und nächste Spur. So, dann hol ich mich schon mal ein Band. Ja, da kannst du, ich glaube schon die erste Bahn müsste sich schon ausgehen mit Kalken. So, junger Typ, das müsste Kalk sein. Steht eh glaube ich Kalk, steht Kalk dabei sogar, oder? Ne, das ist nur so eine weiße Schneemasse. Bist du. Okay. Ich geh mal davon aus, dass Kalk sein soll. Und ja, sehen wir eh gleich, sobald du es hinlegst. Oder so. Du. Ja, es ist halt blöd, dass wir nur immer umkuppeln. Wir könnten entweder. Ja, du könntest eine Bahn fahren und dann anfangen schon ins Grubern, wenn du willst. Ja. Wäre halt der Axion gescheiter, weil dann können wir tiefer halt tiefer rein. Und den Fan von Ladewagen, ich habe keine Ahnung, wie wir es am besten jetzt machen gerade. Ja, das ist Kalk. Und wenn ich das halbe Feld habe, kann ich auch einen Grubber drinnen hängen und dann mal halb grubbern, oder? Was könntest du? Ich habe jetzt gar nichts verstanden. Wenn ich das halbe Feld, also wenn wir das halbe Feld gedroschen haben, ja, kann ich ja mal auf der anderen Hälfte, also Ladewagen mal abhängen und dann auf der anderen Hälfte mal anfangen mit runden grubbern. Ja, irgendwie so halt. Ja, springt jede Bahn irgendwann mal. Ja, ich habe keine Ahnung, das ist glaube ich der Axel auch ein bisschen. Das haben wir ja beim Gruber auch, dass der so komisch nachher so herumhüpft nachher so komisch. Der Kalktextur, die gefällt mir aber hier viel besser als wir auf der Tourivers haben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil die auf der Tourivers ist wirklich schneeweiß alles nachher. Und da ist es nur so ganz leicht. Genauso wie hier mit dem Spor. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das ist zwar nicht viel Spor auf dem Feld, aber es sieht wirklich. Das Gehäckselte meinst du jetzt? Ja. Ja. Die Menge, die passt ungefähr. So. Ja, du müsstest jetzt eh nachher gleich voll sein, Manuel. Ich schätze noch 3 Bahnen circa. 55%, 19 Kubik. Das ist, finde ich so lustig, wenn der ins Hüpfen anfängt. Ja. Kannst du mit der Liftachse was machen? Hat er eine? Rechte Maustaste, nee, meine ich. Hm? Rechte Maustaste, weil ich glaube, du bist. Und dann hoch, ich glaube, der. Ja, rechte Maustaste, Sting. Hier, Knickdrechsel. Versuchst du mir ganz runter zu tun, dann sitzt Pickup auf dem Boden. Ja, weil ich glaube, der Pickup ist einfach zu tief unten. Weil du musst weiter mit der Achse rauf. Beziehungsweise, oder im Pickup. Die ist maximal oben, glaube ich sogar. Ja, ja. Versuch ich die mal ein bisschen runterzustellen. Das letzte Mal hat es bei mir auch rumgebackt, als ich den gefahren bin. Ich hab sie maximal jetzt runter. Jetzt, ja, dann versuch's mal Mittelwert zu finden. Ich werde mal ausheben im Pickup und dann schauen, wie weit du runter musst, weil ich glaube, der ist einfach falsch eingestellt komplett. Jetzt nachher einstellen auf eine gewisse Höhe und dann erst runterlassen im Pickup. Beim Stehenbleiben, weil wenn du das im Fahren magst, funktioniert das nicht. Ja, das sieht besser aus. Jetzt hüpft er nicht mehr. Das ist nur Einstellungssache. Lars, bist du bei mir nachher? Ja, ich komme. Passt. Lars steht neben mir. Ja, nein, ich meine jetzt wegen einem Abfahren. So. Mach ich mal eben schnell hier zwischen. Sehr Akkordarbeit. Ja. So. Jetzt sieht man da auch wieder die Rechtecke, die der Säulenmod verursacht. Bei der Berechnung. Ja. Halt verursacht, rechnet der komplette LS auch in so Rechtecken. Und da sieht man sie, weil da ja die Düngertextur bleibt, weil der irgendwie nicht berechnen kann, die ich genau auf den Kanten. Ja. Finde ich aber interessant. Bin Flair. Gut,
So. Ja, der Hänger ist noch nicht voll genug, das lohnt sich noch nicht, den wegzufahren. Ja, du kannst einmal wahrscheinlich noch abfahren komplett. Ja, jetzt hüpft er wieder. Ich glaube, du hast ihn einfach irgendwo falsch eingestellt. Ich habe nichts verändert, ich finde das falsch. Nein, nein, das kann schon sein, dass du ihn nicht verändert hast, aber irgendwo. Oder du fahrst zu schnell. 12 km/h. Ja, Einzelstufe fahre ich immer. Ja, ich auch. Ich kann es jetzt runternehmen noch ein bisschen. So, weiter geht's. So, jetzt kann ich mal 12% habe ich jetzt gehabt im Häcksler, im Drescher drinnen. Bin gespannt, wie weit ich. Also, da habe ich jetzt gerade mitten so ein relativ großes Fleckerloch. Unkrautbefall. Ja. Da kann ich wieder nicht sagen, wie viel Prozent ich pro Strecke bekomme. Und ich komme nochmal Unkrautbefall. Ja, ja, ich weiß. Wir haben nur das Falsche gespritzt, einfach sonst der C funktionieren. Nee, jetzt war ich 11 km/h und der fängt wieder an zu springen. Ja, da vorne ist auch ein Hubbel. Geht's einmal leicht bergauf. Hebe ich mir mal komplett aus. Hab ich vorher schon. Oder dass er gerade hieß. Irgendwie. Ja, gerade wäre ja fast ganz oben. Das war ganz zu. So. Ah, es schaut so aus, als du sogar schon kalken könntest, komplett. Weil die Kalktextur geht eh nicht verloren. Weil das stört auch nicht, wenn du ein bisschen Kalk reinhaust ins Feld schon, aber wir haben ja eh Zeit. Ja, ich wollte jetzt nur, nicht, dass es vorgekalkt wird. So, ich habe jetzt circa normalerweise 28% gemacht auf einer Länge. Ja. Perfekt. Ja, wenn nicht, hängt es nach Infant vor dem Ladewagen. Das geht sich auf und der PS zahlt leicht aus. Und ihr nehmt ihn Achse und gleich mal zum Grubern. Sobald er einmal voll ist, der Axion. Weil bevor er einmal voll ist, der Ladewagen, würde ich fast sagen. Das müsste eh bald sein. Schätze in zwei Spuren ungefähr. 27 Kubik, Alter. 70%. Ja, du brauchst wirklich lange, um den Ladewagen voll zu kriegen. Ja, ja, den haben ist wirklich. Weißt du noch, wie es am Anfang war? Ja, zwei Bar. Wahnsinnig. Nein, eineinhalb oder so irgendwas. Wollte ich gerade sagen, dann einmal weg war. Hat er mal den gleichen Tauro und dann bin ich nur ins Schwarz reingefahren und war voll. Ja, und dann habe ich hier umgemodet nachher. Dann habe ich mir hier umgeschrieben ein bisschen. So. Ich bunker hier gleich mal ab. Jo. Wenn man nachher Fender fahren, wissen wir auch, ob es am Axion liegt oder am Ladewagen. Das Hüpfen? Mhm. Ich glaube, das liegt am Axion. Der hüpft, der nämlich ist beim Gruber nämlich auch so komisch. Das ist, weil der nicht die Geschwindigkeit gescheit halten kann und dann immer der Ladewagen sozusagen auffährt. Irgendwie so komisch. Aber jetzt gerade geht's, mit 9 km/h geht's. Aber 9 km/h ist schon tierisch langsam. Normal jetzt mit 14 oder so. Ja, so ungefähr. Als so langsam kannst du ja fast nicht einmal in echt. Kommt halt drauf an, Stroh tut sowieso selten mit Ladewagen. Obwohl wir haben hier jetzt nicht so die wahnsinns hohe Strohspart, weil wir ja nur 6 Meter haben oder 6,60 halt. Das könntest du nochmal zusammen, wenn du rechnest, wenn du 12 Meter hast, dann kannst du sowieso mit Ladewagen fast nicht mehr aufnehmen. So. Muss ich hier auf dem Weg zurück nochmal einmal abtanken oder? Ich hab gerade unten. Ja, dann. Weil ich bin erst bei 20%, wenn ich oben bin, circa, oder 25. Das sind ja, zwei, drei Tonnen oder sowas. Habe ich drinnen. Schätze ich mal. Ja. Außer du brauchst nur mehr so wenig. Keine Ahnung, wie viel du brauchst. Ich glaube, der war eigentlich ziemlich voll. Halt, 3 Tonnen sollten sich ausgehen, was ich reinbringen, halt reinbunkern könnte in dich. Bisschen mehr vielleicht. Kurz nachschauen, glaube ich nicht.
So, 3 Tonnen habe ich jetzt bis ganz oben. Wenn Ja, ich habe Unkraut jetzt. ist, bekommt man genau fast gar nichts raus. Wo Unkraut ist, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Ja. Da habe ich keinen Ertrag gehabt, halt kein Korn rausbekommen, wo im Unkraut reinfährt. Was magst du? Da war ein Baum. Ja, der war so schwer zu sehen. Nee. Ich hab da drei, ich muss ganz knapp vorbei, wenn ich Ringe lenk, halt doch nicht greif. Lars holt aber was ab. Ja, ich war im Ohr. So. Sollte ich Hoppala. dich ziemlich voll machen, schätze ich. Ja, ich habe jetzt noch 2 Tonnen, brauche ich noch. Na, so viel kriegst du nicht mehr. Aber wir sehen uns erst im nächsten Part wieder, wenn es wieder weitergeht beim LS13. Bis dann, tschüss. Tschüss.